Mord mit einem Fahrzeug. Ich gehe jetzt mal zu Ihren Gunsten davon aus, dass es unabsichtlich war. So. Wieso redest du nicht in-game? Ach, wegen deiner Stimme? Ja. Und sie haben... Darf ich für dich reden? ein Luftfahrzeug bewegt ohne Lizenz. Wären wir nochmal bei 80.000 mehr. Möchten Sie sich dazu äußern, dann hätten Sie jetzt die Möglichkeit dazu. Mengenrabatt. Ich glaube, er will sich nicht äußern. Sie dürfen jetzt reden. Nee, der ist schüchtern. Glauben Sie mir, der war lange verschüttet. Contact, car. Taub, sind Sie stumm? Stumm! Taub bedeutet, du hörst nichts. Er kann Lippen lesen, er muss das nicht hören. Habt ihr gerade gehört? Ja, kann er. Wieso kriegt man jetzt Red Bull? Was ist denn hier los? Wenn ich das jetzt zusammenrechne, bin ich bei 312.500. Sie kriegen jetzt die Möglichkeit von mir, das zu bezahlen. Sollten Sie das nicht tun, werden Sie die JVA überstellt. Haben Sie mich soweit verstanden? Ja, was guckst du denn so? Ich bin süß, ha? Sie müssen sich vorhin stellen, wenn Sie mit denen reden. Er kann es uns nicht sehen. Oh, jetzt wird's laut. So, da haben wir das Ticket. Sie haben bezahlt, alles da. Ich werde Sie aufgrund unserer und meiner Sicherheit und Ihrer Sicherheit noch gefesselt. Trotzdem verhaftet. Die anderen drei. Aus Grund von allgemeiner Sicherheit spreche ich trotzdem den Knopf. Ja. Okay. Ich höre gerade, mein Kollege wird sich kurz mitnehmen und die illegale Waffe haben. Jetzt bin ich gespannt. Gut. Herr Vorhitz. Hallo. Illegale Waffe? Verneinen, oder? Ja, verneinen. Wenn er Bug-Using betreibt, dann Glückwunsch. Vor illegaler Waffenbesitz? Illegale. Nein. Was noch? Beleidigung. Nein. Gegenüber wen? Doch. Gegenüber wen? Einmal den Zivilisten. Nein, ich habe wiederholt zitiert. Sie haben, ich stand daneben, also ich habe es gehört, Sie haben die Zivilisten beleidigt. Nee, ich habe es zitiert. Diesem Wort, den, was Ihnen auch an den Kopf geworfen wird, und warum sollen die Zivilisten dafür bluten? Da muss, kann ich mal ganz kurz das Wort zitiert. Da kriege ich Hals, wenn man daneben steht und nicht zuhört, ernsthaft. Bitte warum? Ganz einfach, weil wir gesagt haben, dass Sie als... Nee, oh nee, lass lieber, weil sonst raste ich bloß aus. Nee, passt schon. Ist in Ordnung. Mach einfach. Ich werde es weiter verweichen. Ja, unter anderem wurde ich oder meine Kollegen auch von Ihnen beleidigt, ja? Mit welchen Worten? Also, sei es drum. Können Sie sich ja dann auch nochmal angucken. Wie tief setzen Sie die Messlatte für diese Beleidigung? Ist ja total Schwachsinn, habe ich ja nicht getan. Dilettantisch oder sonstig ist es ja keine Beleidigung. Ja, nein, nehmen Sie sich das Geld, was Sie wollen. Sie haben, die Willkür steht auf Ihrer Seite. Ich habe von dem Geld gar nichts. Ja, machen Sie. Was habe ich noch getan? Ja, das stimmt schon, die haben von der Kohle nicht. Ich weiß. Ich weiß, dass sie von dem Geld nichts haben und ich will ihm auch nichts Böses. Körperverletzung, inwiefern? Getreten, geschlagen, gebissen? Geschossen. In Handschellen daneben gestanden? Ist ja gut, das, ja. Haben sie das auch gesehen? Finde ich witzig. Ich habe ein Auto gefahren. Zeugenaussagen, sie meinen die beiden, die sich das eh schon aus den Fingern gezogen haben. Das ist echt schlimm. Können Sie bitte einen Zeugen ranholen? Gibt es bestimmt gar nicht. Nee, weil er ja gekickt wurde, ne? Ja, aber es gibt ja noch einen zweiten Partner, oder nicht? Ach, aber Moment. Wie ist das eigentlich mit Opfern und Freunde von Zeugenaussagen? Ist ja eh nicht erlaubt. Das wissen Sie ja auch, das gibt es überall auf der Welt. Ganz normale Staatsregel. Freundeaussagen zählen absolut gar nicht. Gibt es irgendeinen
einen Zivilisten, einen unparteiischen Zivilisten, der irgendwas gesehen haben. Freunde dürfen auch. Er hat übrigens gerade gesagt, er konnte ja nichts mehr sagen, weil er gekickt wurde. Und sie wissen, die können ihn nicht mehr holen. Hm. Meine Freunde hier haben gesehen, dass ich nicht geschossen habe. Wir haben eigentlich alle nicht geschossen. Nee, keiner hat geschossen, ne? Ja, Freunde, Waffe, Freunde habt ihr alle gesehen, ne? Also, ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendjemand geschossen haben soll. Nee, nee, ich auch nicht. Was? Ja, eben, genau. Und jetzt stehen wir Aussage gegen Aussage. Jetzt brauchen wir den Richter. Ihnen, wie schon vorhin zu Ihnen gesagt, haben mehrere Beamte gesehen, dass sie illegale Waffen bei sich tragen. Und da brauchen wir jetzt nicht zu diskutieren. Aber im Moment waren wir nicht bei dem Schießen-Thema gerade? Dachte, wir fangen vorne an. Darum, mit was sie geschossen haben. Ich sage, nee, nee, wir haben ich würd, illegale Waffen dabei. Haben. Ich würde gern das Thema abwickeln, warum ich geschossen habe. Ja, warum? Weil sie den Transporter überfallen wollten. Aber ja, da gibt es ja gar keine Liste. Quatsch. Wir waren jagen. Darf ich ausreden? Danke. Ja. Wenn ich ja. Ja. Ja, den versuchten Wahnsinn, Überfall werte ich ja schon gar nicht, weil da habe ich keine Beweise dafür. Ach Quatsch, wir haben auch für alles andere keine Beweise. Für uns klang das übrigens noch anders, also, naja. Was klingt denn da anders? Der, also, wisse. Gerade wollten sie mir noch vorwerfen, dass ich auf wen geschossen habe. Gerade wollten sie mir noch vorwerfen, dass ich ein Auto geklaut habe. Und jetzt heißt es auch, jetzt haben wir nur noch illegale Waffen gesehen. Sie haben für gar nichts Beweise. Es gibt keine Beweise. Ich habe nie was vom geklauten Auto erzählt. Nein, wir wollten ja den Hammett überfallen. Entschuldigen Sie bitte für die falsche Formulierung. Ja, das geklaute Auto hat er ja noch nicht mal mitgekriegt. Das haben sie einfach impounded. Ich habe gesagt, dass ich das nicht ahnen werde, weil unzureichende bis gar keine dafür vorliegen. Gut, wir können hier noch stundenlang diskutieren, um es kurz zu machen. Ich glaube, Sie haben auch was Besseres zu tun, als hier ewig mit uns rumzudiskutieren. Der Zug ist abgefahren. Na, also in Kurzform, ganz kurz, damit wir es beenden können. Wollen Sie jetzt einen Bug nutzen, um irgendwas aus uns herauszukriegen, was Sie nicht gesehen oder beweisen können? Ja oder nein? Wenn ja, fangen Sie an. Mein Kollege nimmt Sie gleich mit und dann möchten wir die Waffe, die legale Waffe angeblich, die Sie ja dabei haben, was Sie vorhin gesagt haben, möchten wir gerne sehen. Wir wollten jagen gehen, wir wollten die Waffe erst noch holen. Sie haben vorhin gesagt, Sie haben legale Waffen dabei. Haben wir nicht? Nein, haben wir nicht. Es wurde gesagt, das hat bestimmt James gesagt. Hook gesagt. Jetzt wollen sie uns auch noch gesagt, irgendwas unterstellen. Ja, froh, dass ich meiner weißen Absicht alles in meine Weste getan habe. Also jetzt denken sie sich auch noch was aus. Ich denke mir nichts aus, es sind Tatsachen. Wenn einer aus ihren Reihen das zuruft, haben wir das nicht gesagt. Doch, Beweise fälschen ist auch nicht die feine Englische. Mehrmalige Beleidigung. Doch, jetzt Beleidigung. 24.000. Was für eine mehrmalige Beleidigung? Welche Beleidigung? Machen Sie eine Million draus, schreiben Sie in Ihr Tagebuch noch andere Lügen und dann ist das Ganze gegessen. So, bei Ihnen hätte ich jetzt ein Ticket in Höhe von 154.000. Wofür? Wenn Sie das zahlen, wäre die Sache erledigt. Ja, willkürlich. Ja, mehrfache Beleidigung. Nennen Sie mir eine. Wenn Sie mir nicht zuhören möchten. Sie haben es nie gesagt, Herr Steiner. Sie haben nur gesagt, was Sie sich aus den Fingern gesogen haben. Was habe ich Ihnen beleidigt? Wen habe ich beleidigt? Haben Sie mir nie erzählt. Kommen Sie mir nicht so. Also hören Sie mir überhaupt zu? Ich glaube. Ja, ich höre Ihnen zu. Sie sagen aber nur willkürliches Zeug. Ich glaube, die sind fix fertig. Ja, soll er auch, weil mir geht's auf den Sack. Jetzt bin ich. Das ging mir schon die ganze Zeit auf den Sack. Nein, refuse. Ich will erst hören, welche Beleidigung. Oder stecken Sie mich einfach wieder willkürlich in den Knast? Welche Regeln nutzen Sie denn? Sie kriegen jetzt gleich nochmal die Chance, das Ticket zu zahlen. Ja, und Sie können mir auch nochmal sagen, was ich gesagt haben soll. Wie arbeiten Sie denn? Sie haben nie gesagt, welche Beleidigung hier Ihnen oder einem Ihrer Kollegen an den Kopf geworfen wurde. Sie sagen nur mehrfache Beleidigung. Das ist doch aus den Fingern gezogen. Gehen jetzt die Ideen aus, dann sperren Sie mich gleich ein. Dann haben Sie Ihren Job auch wieder wunderbar erledigt. Das SEK steht Ihnen wie auf die Stirn geschrieben. Perfekt. Ja. Ey, was denn hier?
Ey, sag dem Typen nix, ey. Das ist so eine schlechte Art, hab ich noch nie gesehen, ey. Entschuldigung. So, Herr Grüger. Lehn es ab. Na, wen hab ich beleidigt? Ich lehne es auch ab. Also mehrfache Beleidigung, 150.000, ich hab's gehört. Ich hab noch gar nichts gesagt. Ich hab noch gar nichts gesagt, dass sie irgendjemanden beleidigt haben sollen. Ich frage ja nur, es kann ja sein, dass ich auch jemand beleidigt haben soll. Meines Erachtens noch nicht. Aber vielleicht holen sie das ja jetzt noch nach. Könnte sein. Oh, sperren sie mich doch noch 5 Räume weiter, tasern sie mich doch einfach. Illegalen Waffen und dieser Körperverletzung, also, beziehungsweise die Schüsse auf den Hemmel. Du hast geschossen, ich nicht. Ja, davor halt. Hat er nicht gesagt, dass mit dem Hammett, das lässt er fallen? Weil es nicht beweisen ja, eben, können? Genau, eben. Herr Steiner, ich würde mich gern dazu äußern. Darf ich Sie kurz unterbrechen? Und zwar haben Sie nicht gerade eben gesagt, dass mit dem Hammett und den Schüssen... Ja, sagen Sie es doch einfach, wie es ist. Sie werden den Bug benutzen und so weiter. Beweise und so gibt. Los. Ich werde hier keinen Bug benutzen. Aber die Schüsse sehr wohl schon. Da haben wir Zeugenaussagen. Eine Zeugin habe ich vorhin gerade gehört, ist auf dem Weg hierher, das können wir dann noch alles prüfen. Oh Gott, das ist nicht euer Ernst. Ja, aber ich kann Ihnen leider auch nur sagen oder die Frage stellen, mit was ich dann bitte diesen Hammett beschossen haben soll, angeblich. Randy, wo bist du? Bist du schon im Knast? Du immer auf dem Berg, die haben mich freigelassen. Ich habe Ihre Kollegen, aber... Ja, Sie müssen mich tasern, damit das funktioniert. Du kannst dich eigentlich umgucken, wenn Sie sich hinter dir drehen, ich bin immer auf dem Berg. Ja, ich hab das gesehen. Sie aber auch schon dreimal gefragt, welche Waffe das gewesen sein soll. Ja, Sie haben die Oberhand, Sie wurden dazu ernannt. Fangen Sie an. Aber Wir haben keine Waffen. Ja. Ich will das hier Bug-Using zeigen, wenn dann... Ja. Ja, aber wir haben Ihnen doch aber auch schon gesagt, dass wir auf der Entenjagd waren und die Waffe erst holen wollten. Wie soll ich denen jetzt eine Waffe zeigen, die ich gar nicht dabei habe? Die ich erst kaufen wollte. Etwas ziemlich Großes, muss ich Ihnen ehrlich gestehen. Das ist aber nicht, das ist keine Waffe. Ich jetzt nicht behaupten, dass es von Ihnen selber kommt. Doch, muss ich nach hinten drehen. Gerold Start. Bist du Schulter hoch? Na, da denken Sie, maximal haben Sie mir gerade was in den Rucksack reingetan. Da ist nix. Hab ich nicht. Ich hab nix dabei. Bezahlst du das? Nee, ne? Ich hab's abgelehnt. Aber ich hab ja trotzdem etwas gefunden. Bezahlst du nicht. Dann haben Sie mir das gerade in die Tasche gesteckt? Nein, hab ich nicht. Dann weiß ich nicht, was sie gefunden haben können. Dass sie unter ihrer Weste etwas Großes haben. Und das kann nur eine illegale Waffe sein. Nein, das ist Quatsch. Ich bin einfach nur ein bisschen breiter gebaut. Das Ganze nehme ich oben an meinem Körper immer an. Ist ein bisschen falsch verlagert. Tut mir leid. Da ist keine Waffe drunter. So, auch Sie kriegen zweimal die Möglichkeit. Okay, Sie nehmen... Hab schon zweimal abgelehnt. Ihr werdet sie jetzt einfach mal befreien. Dann legen Sie all... Was? Ich werde direkt in die JVA gebracht? Für was? Sie haben sich dafür entschieden, Wieso soll ich für etwas zahlen, was ich nicht begangen habe? Na, da bin ich gespannt, ob Sie was finden werden. Also, alles Dinge, die Sie nicht beweisen können, okay. Weiter. Dalu, was machen die mit dir? Also, ich soll jetzt all mein Gear ablegen. Er hat erst mal das versucht, mir unterzustellen, dass er eine Waffe gefunden hat. Aber habe ich natürlich abgelehnt. Hab keine. Weiß nicht, was sie von mir wollen. Jetzt soll ich mein ganzes Gear ablegen. Kannst du auch verweigern. Darf ich verweigern? Das ziehe ich dann durch. Kannst du verweigern, kann ich gerne das zwingen. Konsequenz halt JVA, aber shit happens noch. Dann bin ich mit denen auf den Boden zu schauen, ihre gesamte Kleidung abzulegen. Und dann werde ich spannend, okay. Ich ziehe alles außer die Weste ab. Auch Sie kriegen nochmal die Möglichkeit. So, Herr Officer, alles abgelegt.
Und ihre Weste natürlich. Die kann ich nicht, das ist, die hält mein Herzschrittmacher fest. Kann ich nicht, wenn ich die Weste abnehme, sterbe ich. Legen Sie die Weste jetzt. Kann ich leider nicht. Ist nicht möglich, das ist mein Herzschrittmacher. Oh, Entschuldigung, ich kann noch was ablegen. Den Helm. Diese Weste trägt mein Herzschrittmacher. Sobald ich die ablege, würde ich sterben. Hören Sie mir ganz genau zu. Ja. Ich werde jetzt einmal den Arzt ganz kurz konsultieren. Okay. Ganz kurz konsultieren, nachfragen, ob Sie da hervorheben. Ja, hat natürlich, der Arzt ist natürlich auf der Seite von denen, also deswegen. Sie müssen verstehen, ich komme von einem anderen Staat. So, was denn jetzt hier? Brauch mich nicht. Passiert jetzt hier noch was oder kann ich gehen? Ich komme aus dem alten Staat, also aus dem, wie heißt der, Stratis. Der Arzt hier kennt das Ganze nicht. Wir haben ganz andere, medizinische Versorgung als die Ärzte hier. Heute noch, das war cool. Ich zieh das so lange. Wollen wir mal den Beutel ins Bescheid sagen, dass wir Hilfe brauchen? Wie wär's denn damit? Wir brauchen keine Hilfe mehr, ich bin am Arsch. Was denn? Die können uns aus dem Knast holen mit einem großen Tamtam. Wir sind doch bald fertig. Ja. Können Sie, ja, wo darf ich schlafen? Es ist schon dunkel. Ja, das mit dem Überfall war wo. Passt. Dass die aber auch nicht anhalten, wenn sie beschossen werden. Schlimm. Wir haben gar nicht geschossen, erzähl nichts. Ach so, nee. Was, wir haben RP gemacht. Wir haben gesagt, anhalten oder schießen, dann weißt du Bescheid. Moment. So, der Herr Officer möchte mich umbringen. Herr Vorhees, der hat mir bestätigt, dass sie keinen Herzschrittmacher besitzen. Das heißt jetzt hier... Auch diesen Beweis haben sie gefälscht. Noch einmal freilassen. Wenn sie ich möchte das Ganze vor Gericht ablegen, klären. Kommen Sie sofort ins Gefängnis. Oh Gott, du kommst sowieso ins Gefängnis. Über einen Anwalt von mir aus unterhalten. Ja, nachdem sie mich in den Knast gesteckt haben. Du kommst doch eh ins Knast. Ich kann meine Weste nicht ablegen. Sie legen ihre Weste ab. Dann würde ich sterben. Was würden die machen, ne? Wir weigern also uns dann auch, unsere Sachen auszuziehen, oder? Also sie wollen einfach einen Mord auf dem Gewissen haben, nur um hier ihren Job zu machen. Was? RDM? Moment bitte, ja. Das Funkgerät kurz sein. Wir sagen auch, dass wir uns nicht ausziehen, oder? Richtig. Alles klar. Er möchte einmal untersucht werden. Dankeschön. Wir ziehen uns gar nicht aus, Tino? Nö. Wir ziehen auch keine, also wir ziehen gar keine Klamotten aus. Lass die Weste aber auch an. Okay. Ende mit RDA. Was ist RDA? RDA ist der Rettungsdienst, da sie ja nicht das sofort mit mir durchziehen möchten. Ich würde das gerne mit ihnen durchziehen, aber sie wollen mich ja umbringen. Ich bringe hier niemanden um. Doch, sobald ich die Weste umlege, würde ich sterben. Der RDA hier ist doch gar nicht für sowas ausgebildet. Da würde ja ich würde direkt sterben. Sie sind doch gar nicht so. Ach. Würde es den RDA nicht geben, dann wären sie schon sehr oft wahrscheinlich hier gestorben, ne? Nee. Dann zwischen deine Beine gucken, Nancy. Ach nee, kann ich. Wenn man nicht stirbt, ist man ja raus aus dem Leben. Das sind nicht meine Beine. Oh, scheiße. Ich weiß nicht, was du siehst. Was Na? Macht ihr da eigentlich? Kann mich hier irgendeiner rausholen? Ich find's ja gut, dass der Nope das Ganze noch mitmacht und so weiter. Also er ist mir sympathischer als der andere Vogel da. Was wir machen? Wir waren gerade im Knast gebracht, du Vogel. Ach, ihr seid schon im Knast? Ja, wir fahren gerade hier. Ja. Ich bin doch draußen. Ja, super. Wir wären aber erst im Knast gefilzt. Du kommst trotzdem in den Knast, deswegen. Noch bin ich hier am Kämpfen um mein Leben.